Hallo Leute und willkommen zurück zu Edna bricht aus. Immer noch unter dem Tisch mit Petra und Peter. Und den ganzen anderen Irren. Sollen wir jetzt hier ein Ablenkungsmanöver starten? Und sie meinte ja am Anfang irgendwas mit Schnürsenkel zusammenbinden. Das finde ich sinnvoll, aber ich habe nur einen Fuß. Können wir hier einen Schuh wegnehmen? Ach, wir sprechen die mal an. Vielleicht geben die uns ja einen Schuh. Hey! Psst! Nö. Ich verkriech mich dann mal wieder. Können wir irgendwie... Wir reden mal mit den Füßen. Du wirst gleich die Welt des Schmerzes kennenlernen. Was kann man denn da nochmal machen? Oh Gott. Was können wir denn da mal machen? Den da reinpieken? Bevor ich anfange, für Unruhe zu sorgen... Ein Plan. Mein Hut hier ist ja noch hier unten. Was? Die gute alte Schnürsenkel-Zusammenknotennummer. Was aber mit dem Bienenmann nicht geht. Können wir da irgendwas... Oder wir machen da ein Kaugummi dran? Nicht nötig. Da klebt schon... Ach ja, das hatten wir schon. Ja, was wollen die dann? Hey! Psst! Ja, da kommt nichts. Ich verkriech mich dann mal wieder. Dann muss ich noch irgendwas anderes machen können. Fuß. Zum Trolley wieder gehen. Müssen wir vielleicht noch mal wohin gehen und was holen, was wir jetzt noch nicht haben? Jetzt ist es schwierig. Kann natürlich sein, dass ich jetzt gar nicht weiterkomme. Können wir denn da mal machen? Ich probiere jetzt mal alles Mögliche aus. Aber sie wird wahrscheinlich immer dasselbe Bevor sein. Ich ja. Brauche ich erst einen Plan. Kleben genug Essensreste für einen weiteren Wünsch-dir-was-Tag zwischen den Zähnen. Es ist ekulig. Schiere, zickzack, schiere. Bevor ich anfange... Ja, sie sagt immer dasselbe. Bevor ich anfange... Dann muss sie zurück oder sie muss mit denen reden. Und das Reden geht ja nicht. Harvey? Sieh nur, Harvey. Es sind Hoti und Moti. Yay. Ich frage mich, wo die in der Zwischenzeit abgeblieben waren. Weiß ich nicht. Sich das erste Mal freuen, dass sie getrennt waren. Zuerst mal brauche ich einen Plan. Speiseplan. Ah. Ja, vielleicht hilft uns das ja irgendwie weiter. Tisch 3. Brei, Peter, Hähnchen, Huti, Muti. Kartoffeln, Adrian, Getreide, Schrotklöße, Professor Nock und Mokka-Pudding, Bienenmann. Ja. Zettel Mokka, Zettel Klöße. Ach, und dann können wir die alle allen geben oder genau, wir können die den Koch geben. Alles durcheinander machen. Oh, das ist ja fies. Ja, dann machen wir natürlich richtig Unruhe. Muss man das jetzt nach einer bestimmten Reihenfolge machen? Deswegen auch diese Andeutung, ich brauche einen Plan und das ist der Plan. Es gibt eigentlich immer so leichte Hinweise, aber man kommt da immer nicht so einfach drauf. Brei. Ich weiß überhaupt nicht mehr, wie es vorher war, das ist das Problem. Kann man hier die gelben... Nee, kann man nicht. Was sagt der dazu? Er sieht beschäftigt aus. Wir gehen mal rüber hier zum Trolley. Trolley. Ansehen, benutzen, Trolley. Das könnte klappen. Ja, dann mach mal. Der Kopf. Ja, mach. Ich hab ja jetzt schon alles durcheinander gebracht. Die gute alte... Was sagen die jetzt dazu? Hey! Ich verkriech mich. Ich glaube, wir müssen das nochmal umändern. Gehe zu Trolley. Wo kommt's? Hallo? Ich will gehen. Fuß. Können wir jetzt was mit dem Fuß machen? Vielleicht ist es Zeit für... Bevor ich anfange... Yeah. Nee, dann müssen wir nochmal zurück. Wenn ich denn mal jemals zurückkomme, da. Ach so, das ist ja nicht hier, sondern der Trolley steht ja da. Gut.
Dann gehen wir nochmal jetzt zum Plan. Und ja, ich weiß auch nicht. Der Bienenmann kriegt das den Brei. Ich habe keine Ahnung, wie es vorher war. Ich hätte mir das mal aufschreiben sollen. Ist ja die Frage, ob jetzt hier irgendwas... Ob jetzt irgendwas kommt. Wird hier irgendwas zu gesagt, wenn es richtig ist? Der weiß ja gar nicht, was er kochen soll. Ich ändere das hier ständig. Weiß nicht, was der ja gerade macht. Wenn ich aber reingehe, tut sich auch irgendwie nichts, ne? Harvey? Nee. Willst du mal mit ihm reden? Na gut. Was ist? Was sagt er? Er ist schlecht gelaunt, weil seine Rolle nur Grolllaute von sich geben darf. Verständlich. Ach so, ja, ja, dann, ich weiß nicht, ob wir da, wie gesagt, den richtigen Dreh noch nicht raus haben. Oder was? Ich weiß jetzt auch nicht, welche Kartoffeln und Brei und sonst was bekommen hatte vorher. So, als ob da... Ich riskiere... Da gehe ich lieber nicht einfach so rein. Oh, schade, man hat auch noch... Es wimmelt nur so von Wachen. Man hat auch ganz kurz noch so ein paar ganz andere mal gesehen. Ja, aber das wird ja hier nicht... Das, ich kann jetzt hier wieder den Trolley... Das könnte... Ja, aber alles so wie vorher. Die streiten sich nicht. Jeder kriegt noch so sein Essen. Wenn ich mit denen rede, dann... Hey! Nee. Nee, also ich denke, wir müssen da noch irgendwie eine richtige Kombi rauskriegen. Können wir die mal alle an die Seite legen oder was? Sonst tausche ich sie nochmal untereinander, aber weiß auch nicht wie. Ich werde jetzt mal kurz nochmal auf den vorigen Ladepunkt gehen. Ach komm, wir machen das mal eben schnell zusammen. Brauche ich keinen Cut machen. So, ich lade mal eben neu. Wo waren wir denn hier zuletzt? Wir waren unterm Tisch. Da gehen wir nochmal hin. So, jetzt gehen wir zurück. Gucke ich mir den Plan nochmal an. Ich muss mir das mal aufschreiben. Wenn ich das erstmal einmal vertauscht habe, dann war es das. Damit ich weiß, wie es eigentlich sein soll. Und wir sollen es ja durcheinander bringen. Aber irgendwie tut sich auch nichts. Ich weiß nicht. Kartoffeln. Das war der Adrian. Genau, Adrian hieß, da habe ich den Namen vergessen gehabt. Getreide irgendwas. Professor Nock. Was sie sich auch bestellen, wenn sie bei Wünsch dir was bestellen dürfen. Einfach nur Kartoffeln oder was? Ist ja eher so ein Menü zusammen. Hier Kartoffeln, Hähnchen. Fehlt noch das Gemüse und die bestellen sich alles einzeln. Na gut, dann machen wir mal. So, der Peter kriegt eigentlich Brei. Dann geben wir jetzt dem Bienenmann mal Brei. Ja, dann Kartoffeln kriegen jetzt einfach mal... Oder Peter kriegt die Kartoffeln. Mokka-Pudding kriegt eigentlich das... Nee, geben wir mal dem Adrian. Hähnchen und Getreideklößchen tauschen wir nochmal. So, ist jetzt eigentlich gut getauscht. Gut durchgetauscht. Aber der, weiß ich nicht. Gucken wir nochmal rein. Vielleicht reicht es mal. Das klingt so. Ich riskiere. Ja, ich glaube, die würden. Da gehe ich lieber nicht einfach so rein. Ich glaube, wenn es. Es wimmelt nur so. Ich glaube, wenn es richtig getauscht ist, dann könnte sie dann einen Blick rein riskieren und dann streiten die sich bestimmt oder so. Das ist voll. Rumgemecker da, damit man schneller weiß, ob es richtig ist. Vielleicht hört man von hier einfach auch nichts.
So, dann geben wir dem Brei Professor Nock, Hähnchen dem Biedenmann. So, ich tausche jetzt mal den Brei. Vielleicht kommt es auch... Es klingt... Ich riskiere... Vielleicht kommt es auch nur auf den Brei da an. Da ich lieber... Es wird... Vielleicht kommt es echt nicht auf alle an, sondern nur den Brei. Adrian? Es klingt... Ich riskiere... Da gehe ich lieber... Nee, alles nur noch in Ordnung. Tausch mal den Brei durch. Weil der ja auch farbig ist. Warte, doch, Hoti und Moti ist schon richtig. Es klingt... Da gehe ich lieber nicht. Es wimmelt... Naja. So, jetzt habe ich fast alle durch. Ja, aber Peter soll den Brei kriegen. Aber die anderen sind jetzt durchgetauscht. Bringt einem das was? Es klingt so, als ob ich... Da gehe ich lieber... Es wimmelt... Oh, das ist jetzt aber echt ein bisschen schwierig. Ich denke, dass... Ja, das, was hier gelb ist, bestimmt das, was als nächstes gekocht werden soll. Vielleicht. Deswegen macht er vielleicht gerade schnell einen Brei. Und die sind jetzt aber alle gut durchgetauscht. Kartoffeln soll eigentlich Adrian kriegen. Hähnchen sollte eigentlich Huti und Moti kriegen. Ne? Die beiden sind untereinander auch nochmal ausgetauscht. Mokka-Pudding ist nämlich eigentlich für den Bienenmann. Ja, aber wenn das nicht geht, was wollen die dann? Hähnchen vielleicht bei Huti und Moti lassen, damit die ihr es weiter kriegen. Brei darf ja nicht. Dann nochmal so. Damit Huti und Moti ihres weiter bekommen. Weil die machen ja mit. Es klingt so. Ich riss. Da gehe ich lieber nicht. Es wimmelt nur. Die haben. Schwierig. Ich gehe jetzt nochmal und benutze den Trolley, weil ich keine Ahnung habe. Das könnte klappen. So. Weil die bekommen jetzt weiter ihr Essen, nur die anderen halt nicht. Hey! Psst! Ich verkriech... Bescheuert. Der grummelt da nur so vor sich hin. Tja. Was habe ich denn noch nicht ausprobiert? Ich habe ja schon so viel ausprobiert. Mein Gott, muss ich jetzt ernsthaft hier eine mega Liste durchgehen, also von all den Möglichkeiten, die man hat? Ich denke eigentlich, dass es schon mit dem Brei jetzt zusammenhängt, weil der, ja, Bienenmann nochmal geben und Hoti und Moti sollen Hähnchen bekommen, dass die das bekommen. So, jetzt kriegt der Bienenmann, der die Füße ja frei hat, den Brei, was als nächstes kommt. Und Hoti und Moti kriegen weiterhin ihr Hähnchen, was sie wollen. Aber die anderen bekommen überhaupt nicht das, was sie sollen. So. Ist eigentlich auch eine gute. Das klingt. Ich. Da gehe ich lieber nicht einfach. Es will. Eigentlich alles okay so. Ich verstehe es noch nicht. Das könnte klappen. Ja, komm. So, ist der jetzt irgendwie unzufriedener oder. Mit bloßen Händen. Vielleicht ist es... Bevor ich an... Ja. Es muss mit dem... Sie sagt ja immer, sie braucht erstmal einen Plan. Also von daher ist hier irgendwas noch nicht ganz richtig. Aber ich weiß auch langsam echt nicht mehr, was ich mal machen soll. Ich habe jetzt hier fast den ganzen Part verbracht, um durchzugehen. Ich habe so viel schon ausprobiert und auch jetzt kann ich mir schon wieder nicht merken, welche Kombination ich schon hatte. Bei Hähnchen lasse ich mal bei Huti Moti, es sei denn, die sollen den Brei kriegen. Oder halt doch der Bienenmann, ich check's nicht. Da gehe ich lieber. Es wimmelt.
Die müssten sich doch 100%ig streiten. Irgendwas habe ich noch nicht ausprobiert und es tut mir echt so leid. Ich will es so gerne selber rausbekommen, aber ich glaube, ich muss in die Lösung gucken. Was habe ich denn noch nicht ausprobiert? Warum komme ich da nicht drauf? Bienenmann. Also der Bienenmann hat die nackten Füße. Entweder man soll mit ihm anfangen oder man soll Hoti und Moti davon erzählen, dass wir jetzt einen Plan haben. Aber sie sagt, und deswegen gehe ich eigentlich von dem Bienenmann aus, sie sagt, da braucht sie erstmal einen Plan. Deswegen würde ich jetzt dem Bienenmann den Brei geben. Das finde ich eigentlich ganz gut, statt Peter, der eigentlich den Brei kriegen sollte. Dann ist nämlich der Bienenmann jetzt eigentlich zuerst dran. Hoti und Moti wollen ein Hähnchen bekommen. Da die ja davon Bescheid wissen, weiß ich nicht, ob die jetzt auch was anderes zu essen kriegen sollen. Ja, und dann kann man halt unter denen jetzt doch tauschen. Adrian soll eigentlich seine Kartoffeln kriegen. Peter kriegt jetzt Getreideklößchen. Ich habe so viel schon ausprobiert. Das klingt. Da gehe ich lieber. Und da ist immer alles in Ordnung, egal wie ich es mache. Ich versuche nochmal untereinander hier die zu tauschen. Ja, komm, benutzt den Plan. Getreideklößchen jetzt nochmal Adrian. Mokka-Pudding Professor Nock. Kartoffeln Peter. Ich glaube, das hatte ich gerade schon so. Es klingt. Alles in Ordnung. So, also mehr kann ich auch nicht machen. Kartoffeln. Kann ich bestimmt schon, sonst wird. Nö. Vielleicht kriegt auch wirklich ganz jemand anderes den Brei. Und nicht der Bienenmann. Vielleicht bin ich auf dem falschen Pfad. Aber ich habe das doch einmal schon durchgenommen hier. Irgendeine Kombination fehlt. Nehmen wir mal Adrian. Oder Professor Nock. Mokka-Pudding kriegt jetzt Adrian, Getreideklößchen, Bienenmann, Kartoffeln der Peter, so. Es klingt. Da gehe ich. Ich weiß es nicht, ich gucke jetzt nach, bis gleich. So Leute, da bin ich wieder. Ich habe jetzt nachgeguckt gehabt und man soll Peter den Mokka-Pudding geben, was hier noch so der Fall ist. Und da ich das schon ausprobiert habe gerade eben und es nicht geklappt hat, da ich gucke nochmal nach, aber man soll Peter den Mokka-Pudding geben und ihm dann mit einer Gabel in den Fuß stechen. Das hat gerade eben nicht geklappt. Dann sagt sie wieder, sie braucht einen Plan. Deswegen tausche ich jetzt nochmal hier so ein bisschen rum. Oder ich vertausche es so, wie es vorher war, also wie es eigentlich soll. Das würde bedeuten, dass die ihr Hähnchen kriegen. Und den Brei kriegt eigentlich Peter. Deswegen gebe ich dem, ja weiß ich nicht, was ist mit Getreidedingern? Die soll Professor Nock bekommen. Adrian kriegt seine Kartoffeln, eine Bienenmal kriegt. Gut, dann lassen wir es mal so. So, jetzt nehmen wir nochmal den Wagen. Das könnte klappen. Der Koch. Das ist eine gute Kombination jetzt, laut Lösung, so ein bisschen. Gabel, Quatsch. Nein, das geht nicht. Das ultimative Gabel, Fuß. Bevor ich anfange, ja, für Unruhe zu sorgen, brauche ich erst einen Plan. Toll. Was soll ich machen? Was ist eigentlich mit denen hier? Die gute. Hey! Ich verkriech. Das geht irgendwie alles hier nicht. Vielleicht was anderes nehmen statt die Gabel? Ich finde die Gabel aber gut. Bevor ich anfange für Unruhe. Den Plan habe ich doch schon. Das gibt's doch nicht. Jetzt gucke ich sogar in die Lösung und es geht nicht. Was habe ich jetzt falsch gemacht? Mokka-Pudding Peter. Der eigentlich den Brei kriegt. Hähnchen, Hoti und Moti. Dann geben wir mal nicht Hoti und Moti das Hähnchen, sondern jeder kriegt jetzt so was anderes. So. Es klingt. Alles noch in bester Ordnung. Man soll ja aber den Trolley nehmen und die Gabel pieken. Deswegen klappt es vielleicht auch nicht, dass ich nur durch die Tür gucke. In der Hoffnung eigentlich, dass das den Weg spart. So, und jetzt nochmal. Bevor ich an. Ich check's nicht, Leute. Ich weiß nicht, was ich hier falsch mache. Das ist voll das Problem hier gerade. Und ich habe. Lass Peter mit Mokka-Pudding, weil das soll man machen. Es steht aber auch nichts anderes mit den anderen Namen, die man später nochmal wieder tauschen soll. Die habe ich mir jetzt nicht aufgeschrieben. Das wollte ich dann wieder ausprobieren. Aber dass das jetzt mit dem Mokka-Pudding und Peter nicht klappt, finde ich schon mal irgendwie doof. Dann tausche ich nochmal wieder durch.
könnte... Ich glaube, sie würde aber auch was sagen, wenn das gehen würde. Bevor ich an mit bloßen Händen fasse, vielleicht ist es Zeit für Rabiate. Ja, Rabiate, bitteschön. Zack, rein in... Bevor ich... Ja, du brauchst einen Plan. Wie dich auch fressen. Ach, guck mal, es ändert sich aber doch, ne? Weil die essen jetzt irgendwie den Brei. Und sind irgendwie... Oder? Sollte das nicht der Bienenmann sein? Ich glaube schon, dass die das hier... dass die jetzt anders essen als vorher. Ich glaube, das ändert sich immer, das Bild. Und dann kriegt er jetzt hier seinen Mokka-Pudding. Während Petra sich freut. Oh Mann, oh. Haben Hoti und Moti einen Brei bekommen? Nee, Getreideschrotklöße. Leute, nehmt's mir nicht übel, aber ich mache jetzt mal hier einen Cut und versuche mal offline zu gucken, was jetzt hier das Problem ist. Das kriege ich bestimmt raus, damit es beim nächsten Mal dann auch wirklich weitergehen kann. Bis dann!